Die aktuelle Lage am Grafikkartenmarkt ist mehr als nur eine Katastrophe. Und im heutigen Video check ich jetzt mal die genaue Lage. Und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen guten Tipp. Hallo und willkommen zu einem weiteren Tipps-Video. Und zwar ein Tipps-Video, das ich eigentlich schon lange hätte machen sollen. Es ist nämlich schlicht und einfach schon lange überfällig. Ich rede ja Tag ein, Tag aus über News-Videos von der immensen Grafikkartenknappheit und den natürlich aktuell sehr hohen Preisen. Aber ein extra Video dazu machen, das mal ganz übersichtlich die Lage sondiert, das fällt mir natürlich erst nach Monaten ein. Und je nachdem, wie lange das natürlich jetzt andauert, werde ich so ein Video übrigens nun alle paar Wochen bringen. Denn heute gucken wir uns mal ganz genau den Markt an. Was ist lieferbar? Was kosten die Karten von AMD bis Nvidia, von RTX 3000 bis RTX 2000, alles ist dabei. Und falls ihr mich übrigens supporten wollt und doch vielleicht mal eine Grafikkarte oder andere Hardware kaufen könnt bzw. wollt, und falls dies bei Mindfactory oder Geizhals geschehen sollte, klickt doch einfach Vorkauf auf einen meiner Links in der Videobeschreibung. Und ich sag schon mal vielen Dank. Bevor wir loslegen, ein Hinweis noch, dieses Video stammt von Anfang April 2021. Die Preise und Verfügbarkeiten von Grafikkarten ändern sich natürlich fast minütlich. Daher kann dieses Video unmöglich natürlich immer top aktuell sein, aber es spiegelt zumindest die aktuelle Lage ganz gut wider. Und los geht's mit der aktuell kleinsten Nvidia-Grafikkarte der Nvidia RTX 3060. Eine Karte, die in der Founders Edition eine UVP von 329 Euro hat. Ein Preis, der aber so rein gar nichts mit der Realität zu tun hat. Bei Geizhals ist die RTX 3060 in diversen Varianten tatsächlich sogar lieferbar. Auffallend ist aber, dass die bekanntesten Händler, wie zum Beispiel Mindfactory und Co., nicht dabei sind. Es scheint quasi so, dass ausgerechnet die großen Händler komplett ausverkauft sind. Und hier bietet Devlitech eine RTX 3060 Aero von MSI im ITX-Format für 740 Euro an. Und das ist wohlgemerkt der aktuell günstigste Preis, also weit entfernt von der UVP. Bei Alternet bin ich aber auch noch fündig geworden. Hier gibt es noch eine MSI Gaming X für einigermaßen erträgliche 729 Euro. Auch hier könnt ihr übrigens meinen Link in der Videobeschreibung nutzen. Und schade, dass selbst hier die Verfügbarkeit und die Preise so schlecht sind. Denn direkt nach Release sah es zwar jetzt nicht gerade rosig aus, aber immerhin besser als bei vielen anderen Karten. Bei der RTX 3060 Ti von Nvidia kann man auf Geizhals nur von einer Vollkatastrophe sprechen. Das gab es selten, aber hier hat wirklich absolut kein Händler eine 3060 Ti vorrätig. 419 Euro UVP für die Founders Edition sind mal wieder pure Makulatur. Auch hier hilft wieder nur der Blick zur Alternate. Dort gibt es meistens zumindest ein Modell lieferbar. Auch hier wieder MSI Gaming X. Und ja, ob das wohl Zufall ist? Aber die 919 Euro sind natürlich mehr als nur ein kranker Preis. Leute, lasst bitte die Finger davon. Irgendwann ist es nämlich auch mal gut. Und bei der RTX 3070 ein ähnliches Spiel wie bei der 3060. Ja, sie ist bei diversen Händlern über Geizhals lieferbar zu finden. Preislich befindet sich die RTX 3070, die UVP in der Founders Edition 519 Euro kostet, aber in Gefilde, die nicht mehr feierlich sind. Weit mehr als das Doppelte der UVP. 1299 Euro sind meist das Minimum. Und die meisten Händler, die dort aufgeführt sind, habe ich übrigens noch nie gehört. Denn lobe ich mir auf jeden Fall mal wieder Alternet, die bei Geizhals wohl irgendwie nicht mehr bzw. kaum noch gelistet sind, was ich übrigens ziemlich schade finde. Dort sind aktuell immerhin zwei Karten lieferbar. Und noch dazu immerhin günstiger als über Geizhals. Die Zotac Amp Holo für 1099 Euro und schon wieder die Gaming X Trio von MSI für 1089 Euro. Und so bescheuert das jetzt auch klingen mag, die 1089 Euro, die sind verdammt günstig, denn die Gaming X Trio ist wohl mit die beste Karte von MSI. Mir stellt sich jetzt halt nur die Frage, warum kann MSI eigentlich so gut liefern? Ja, zumindest bei Alternate. Nein, ihr habt kein Déjà-vu, alles nochmal von vorne mit der RTX 3080. Als Founders Edition für 719 Euro ausgepreist, bei Geizhals lieferbar, aber die Preise schlagen dem Fass dann doch den Boden aus. Minimum 1900 Euro per PC King für eine Gigabyte Vision OC. Ja, ich weiß da gar nicht mehr, wohin mit meinen vielen Schimpfwörtern, die ich hier auf YouTube übrigens gar nicht nennen darf. Da denkt man, es kann gar nicht schlimmer werden und dann halt sowas. Ein Glück gibt es. Na, wer hätte es jetzt auch nur irgendwie vermuten können? Jawohl, Alternate ist da, die sich in der aktuellen Grafikkartenkatastrophenlage eigentlich relativ gut machen, was Lieferbarkeit und Preis angeht. Sie scheinen aber echt ein Exklusivdeal mit MSI zu haben. Wie sonst kann es denn sein, dass auch hier nur MSI-Karten lieferbar sind? Die Supreme für 1599 Euro und schon wieder die Gaming X Trio für 1559 Euro. Das ist preislich zwar immer noch krank, aber trotzdem eine andere Liga als auf Geizhals. Und wer bereit ist, die doppelte UVP hinzublättern, bitteschön, tut euch doch keinen Zwang an.
1549 Euro will Nvidia für die Founders Edition der RTX 3090 haben. Da mag man denken, dass bei diesem Preis ja schon die aktuelle Situation mit eingerechnet ist, mitnichten, denn die 3090 ist auf der Straße noch deutlich teurer. Und hier bietet GuideSales wieder nur eher unbekannte Händler an, die, ja, so möchte ich es übrigens mal klar betonen, natürlich jetzt nicht schlecht sein müssen, ich kenne sie halt nur einfach nicht. Hier passen immer noch die Preise zu den in den letzten Wochen marktüblichen Preisen, denn die 3090 ist ab 2700 Euro zu bekommen und das ist schon seit Wochen der Fall. Und hier kann ich mal Alternate einen drunter setzen, außer bei der eh sehr günstigen Inno3D iChill X4. Diese ist dann dort für schlanke 2599 Euro zu haben, ansonsten sind die Karten auch hier in der 2700 plus Euro Liga zu Hause. Was aber deutlich zu erkennen ist, die RTX 3090 ist aktuell wohl die am besten verfügbare Grafikkarte überhaupt am Markt. Was aber auch kein Wunder ist bei einer so hohen UVP. Ja, und wie sieht's beim Rest von Nvidia aus? Also bei den natürlich älteren Grafikkarten. Traurigerweise noch schlechter. RTX 2000 High-End-Karten sind seltener als Corona-Impfstoff in Deutschland. Die einzigen Karten der letzten Generation, die zu bekommen sind, sind die 16er-Karten. Eine 1660 Super gibt es immerhin ab 469 Euro, wobei das natürlich auch kein Ruhmesblatt ist. Wer aktuell wirklich möglichst wenig Geld für eine Nvidia-Karte ausgeben will, ist bei der GTX 1650 am besten bedient. Zwar alles andere als eine Leistungsrakete, aber immerhin für moderat unter 300 Euro zu haben. Und dass sie den Preis nicht wert ist, das sollte natürlich klar sein. Trotzdem, wer aktuell unbedingt eine Grafikkarte braucht, zumindest als Übergangslösung, sollte er auf jeden Fall hier zuschlagen und dann später halt aufrüsten, wenn die Preise vielleicht irgendwann mal wieder normal sind. Denn eine GTX 1050, die ist auf keinen Fall mehr zu empfehlen und noch dazu ehrlich gesagt kaum günstiger. Ja, und ihr merkt schon, bei Nvidia Grafikkarten ist aktuell kein Blumentopf zu gewinnen, was ziemlich schade ist, aber die Lage kann weiterhin nämlich nur als Katastrophe bezeichnet werden. Ja, ich würde mal sagen, gucken wir uns doch mal AMD an, denn schlechter kann es doch gar nicht werden, oder doch? Auch hier fangen wir unten an mit der gerade erst erschienenen EX 6700 XT mit einer UVP von 479 Euro. Und es klingt schon fast wie Sarkasmus, wenn man sich freuen muss, dass diese unter der doppelten UVP zu haben ist. In der Geizhaltsuche steht die Gigabyte Eagle mit knapp 830 Euro im Cyberport-Shop ganz oben und ist auch noch dazu lieferbar. Aber auch hier fehlen die ganz bekannten Händler mal wieder. Aber Alternate bietet mal wieder Rettung mit. Na, wer weiß es? Wer weiß es? Ja, mit MSI natürlich. Die Mac-Version ist für schlanke 819 mal Alternate zu haben. Und wenn man das Verhältnis von UVP zu Straßenpreis anguckt, ist das ja schon fast eine Empfehlung. Wobei auch bei Alternate die Preise die 1000 Euro Marke ganz locker knacken können. Trotzdem, immerhin ist die Karte ganz gut lieferbar. Wer also eine 6700 XT haben möchte, der kann zumindest irgendwie eine bekommen. Und wir angeln uns zur Radeon RX 6800 hinauf. 579 Euro soll der Spaß laut UVP kosten. Und wenn man nun in die Geizhaltsuche geht, benötigt man erstmal ein paar Minuten, um nach der Obennacht wieder wach zu werden. Acorn bietet hier diese doch tatsächlich für 1649 Euro an. Und das nicht mal einen ziemlich sportlichen Preis für die Asus TUF-Version. Aber Alternate bringt auch hier wieder so ein bisschen Ruhe rein, zumindest im ersten Moment. Denn lieferbar ist hier rein gar nichts, egal wo man aktuell guckt, keine 6800. Da trösten dann auch die deutlich günstigeren Preise von knapp über 1000 Euro natürlich nicht hinweg. Schade, aber eine 6800 ist aktuell nicht zu bekommen. 6800 XT. Ach, ganz ehrlich, bei AMD nach Grafikkarten zu gucken, das macht aktuell noch weniger Spaß, als sich über die Essensgewohnheiten von Supermodels lustig zu machen. Wobei, ne, eigentlich falsch. Das macht nämlich schon eine ganze Menge Spaß. Aber GuideSales sorgt jetzt auch nicht gerade für gute Stimmung. CSV ist der einzige Händler, der liefern kann, für knapp über 1400 Euro bei einer UVP von 649 Euro. Also definitiv mehr als das Doppelte. Was ja aktuell so, ja, halt der Benchmark für Straßenpreise ist. Mehr muss man übrigens für 6800 XT gar nicht sagen. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass es der 6900 XT ähnlich geht wie der RTX 3090 von Nvidia. Teuer, aber immerhin zumindest lieferbar. Zumindest auf GuideSales bekommt man den Eindruck allerdings nicht. Wobei aber immerhin die Preise noch akzeptabel sind. Denn 999 Euro UVP und 1989 Euro bei Alternate für die Gaming Trio ist ja immerhin knapp unter einer Verdopplung. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, GuideSales, warum ist hier nun Alternate mit dabei? Okay, die Gaming X Trio finde ich auch bei Alternate natürlich auf der Homepage, zusätzlich aber auch noch die XFX Merc. Und der Preis ist für die aktuelle Situation echt eine Empfehlung. Nur 1589 Euro für eine 6900 XT, ja, da muss man ja schon fast zuschlagen. Und der Preis ist tatsächlich heiß und aktuell rein rechnerisch der beste Preis aller Next-Gen-Grafikkarten. Trotzdem Leute, über 1000 Euro für eine Grafikkarte, das ist doch schon so ein bisschen krank, oder nicht?
Ja, und was ist jetzt eigentlich mit den älteren 1D-Grafikkarten? Ja, nicht allzu viel. Die 5000er-Karten sind restlos ausverkauft. Nur noch ein paar vereinzelte RX 580 sind zu bekommen. Und der Preis von knapp 500 € ist aber der unverschämteste von allen Grafikkarten. Denn die Karte gab es vor kurzem noch für weit unter 200 €. Lasst also auf jeden Fall die Finger davon. Und ich weiß natürlich, dass ihr jetzt enttäuscht seid. Aber bitte lasst eure Enttäuschung jetzt nicht an mir aus. Ich überbringe euch doch nur die aktuelle Situation. Und die ist natürlich aktuell mehr als nur bescheiden. So traurig es klingt, aber die beste Empfehlung ist tatsächlich die RX 6900 XT. Alle anderen Karten sind einfach zu weit von der aktuellen UVP entfernt. Wie schon gesagt, gibt es für alle, deren Goldesel nichts mehr reißen kann und die unbedingt eine neue Grafikkarte brauchen, die beste Empfehlung eine GTX 1650 von Nvidia als Übergangslösung. Ansonsten heißt es ehrlich gesagt einfach nur abwarten. Ich hatte ja selbst so ein bisschen gehofft, dass ich euch vielleicht noch das ein oder andere Schnäppchen liefern kann. Dem ist aber aktuell nun mal nicht so, ich kann es nicht ändern. Die aktuelle Lage ist einfach nur übel. Aber vielleicht kann ich ja im nächsten Video dieser Art ja mit guten Nachrichten aufwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jedenfalls wissen wir aktuell nicht, wann Besserung eintritt. Ich hoffe weiterhin so auf Mitte 2021, befürchte aber, dass uns die hohen Preise und schlechte Verfügbarkeit noch bis 2022 begleiten werden. Corona und den Mining Boom, mein Dank. Und die Unfähigkeit von Nvidia und AMD, eine funktionierende Mining-Bremse in die Karten einzubauen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Denkt dran, abonnieren und Like macht schön. Das kann nicht mal die schnellste Grafikkarte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.